Wie ist denn das dann für die anderen Schüler, die sollen, also wenn es geht, soll jeder sein Laptop mitnehmen, haben wir so Beeinflussungsmöglichkeiten? Ja, das schaffen wir. Das sollte ich schaffen, ja. Also ich weiß von mir, dass so zwei, glaube ich, interessiert haben. Ja. Wenn sie einen eigenen Computer haben, können sie ihn gerne mitnehmen. Mhm. Ist aber nicht zwingend nötig. Ja, okay. Gut. Und eine Frage noch, du kommst auch ins Haus oder bringt man dir das? Wenn es Notfälle gibt, kann ich ja gerne wohin kommen, ja. Mhm. Und sonst? Normalerweise ist es immer einfacher, wenn es etwas Kleines zum Arbeiten gibt, dass ich den Computer mit heimnehme, weil das ist dann das für mich leichter zum Arbeiten. Mhm. Dann ja, wissen wir aber nicht alles. Wir wissen nicht, wo du wohnst. Hat er verheimlicht, oder Hund? Steht nicht drauf. Steht nur auf Facebook und ich bin aber nicht auf Facebook. Ich hab's schon so mit der Quatsch. Ja, mir ist es lustig. Genau. So. War erst. Ja, ja. Bist du von Linz? Ja. Ja. Okay. Gut, da steht eine Adresse. Da ist eine Siemensstraße. Da steht eine Adresse und. Das ist der Schweizer. Naja, aber das ist ja. Nein, das glaube ich nicht, dass der dort ist. Nein, nein. Und das sind Menschstraßen, bist du nicht. Das ist nur das Geschäft, wo man günstige Sachen hat. Die Gleiche habe ich nicht die eine gefunden. Ja. Die andere Adresse weiß ich. Ist das da neue Heimat da draußen? Die zweite Adresse weiß ich vom Büro. Die zweite Adresse, die auf der anderen Seite ist, ist das von einem Geschäft oder von einem Kollegen von mir. Okay, und da günstige Sachen praktisch. Ja, und die erste Adresse ist wo? Nein, das ist auf der Vorderseite ist nur mein Flyer für den Wissensturm. Mhm. Und auf der Rückseite, das ist ein Computershop von einem Freund von mir. Naja, aber. Der Adresse ist. Weiß ich wohnen, weiß ich nicht, will ich nicht. Die lässt nicht locker, ich sag das. In der Nähe von der Goethe. Wo? Goethe. In der Nähe von der Goethe-Straße. Okay. Das weiß ich auch. Aha. Ja. Naja, okay, da stecke ich weiter, bin ich schon. Danke. Was? Ja, ich habe jetzt nur auf den Punkt die Bestandteile des Computers einmal ein bisschen erklären. Mhm. Okay. Und die Bedienung von der Maus und von der Tastatur will ich euch ein bisschen zeigen. Jawohl. Genau. Bestandteile. Wie machen wir das? Genau. Die Grundsatzfrage, die was ich sowieso immer stellt, ist die Frage, was wollt ihr mit dem Computer machen? Das ist die Hauptaufgabe eigentlich. Also ich will ja dazu einladen, dass die Benutzer mit dem EDV-Techniker gemeinsam, also dem EDV-Techniker der Wahl, ist ja immer die Frage, was wollt ihr mit dem Computer machen? Oder sind wir in 2 Jahren noch da, wenn ich nicht das was sage? Kein Problem. Ja, und ich weiß gar nicht, wie viele Möglichkeiten das ich habe und nutzen könnte, wann es kommt. Ja. Das ist das. Ja. Und darum ist eben meine Einladung ein bisschen so, dass die Freude am Computer entdecken. Also für mich hat der Computer hauptsächlich die Aufgabe, dass ich mich über Themen informiere, dass ich mich über politische Sachen informiere, dass ich mich mit Leuten verbinde, Connections mache, soziale Netzwerke und eben Kontakte knüpfen. Also ich tue sehr viel mal verschiedene Sachen anschauen, also verschiedene Organisationen. Und da finde ich einen Computer sehr praktisch, dass ich einfach das alles sehr leicht zugänglich habe. Also ich bin einer, der tut sehr gerne Daten sammeln, also das, was die NSA auch macht. Und tue ich meine Kundendaten sammeln und dann sind meine ganzen Kunden in einer Datenbank und dann kann ich recht leicht mit denen in Kommunikation treten. Es gibt dann wieder natürlich wieder andere Leute, die einen wollen mehr spielen, die anderen wollen Filme schauen oder Serien schauen oder einfach nur Office-Arbeiten machen. Und da ist einfach meine Einladung einfach, dass mit der EDV-Techniker gemeinsam sozusagen diese Entwicklung ein bisschen macht. Mhm. Das ist das, was mir ein bisschen fehlt, auch bei Firmen,
dass die EDV-Techniker nur sozusagen dafür sehen, dass es soll funktionieren und solange die Basic-Funktionen funktionieren, interessiert mir das Ganze nicht. Mhm. Und meine persönliche Erfahrung ist einfach, dass in Firmen das Potenzial, das was sie daraus ergibt, gar nicht ausgenutzt wird. Also zum Beispiel auf eine Firma übertragen, ist das eben Kundendatenbankverwaltung oder eine gute Übersicht darüber erstellen, was sind meine Ausgaben, was sind meine Einnahmen oder wie kann ich den Arbeitsprozess mit dem Computer beschleunigen oder mit dem Computer unterstützen. Wie kann ich meine Einnahmen vermehren, ohne dass meine Ausgaben Haushaltsbuch machen wir. Genau. Ein Erstellen eines Haushaltsbuches. Zum Beispiel. Für selbstständige Personen ist zum Beispiel einfach auch sehr interessant, einfach so Einnahmen, Ausgaben. Nein, aber zum Beispiel in der Excel-Tabelle, zum Beispiel, dass man sagt, man macht so ein Beispiel, wir machen so ein Haushaltsding-Geschichte. Mhm. Verreisen ist interessant am Computer. Virtuell verweisen praktisch. Ihr habt jetzt da zwei Computer. Darf ich noch kurz was sagen? Ja. Zum Beispiel, wenn man, ich meine, das Wetter ist ja heutzutage die unsicherste Sache der Welt. Es gibt ja verschiedene Wetterprogramme drinnen: Wetter.com, Wetter.ding, dann spielt sich anders Wetter ein. Und da natürlich sagt jedes Wetter was anderes, ne? Zum Beispiel. Da gibt es ja nichts zum Beeinflussen. Ja. Aber es ist ja auch so, wenn es heißt, in Linz rennt es, dann rennt es vielleicht gerade in Uferstrecken und in Anwesendrast ist Schenzon oder nicht einmal so weit auseinander. Das ist halt, wie es passt. Das kannst du sowieso nicht wirklich. Ich habe mir ich habe keinen Schirm mitgenommen, weil es geheißen hat, laut Internet dort unten ist für die kommende Woche wirklich nur schön. Dann haben wir einen verregneten Tag gehabt und wir haben keinen Schirm und nichts mitgehabt, alle nie wieder. Ich verlasse mich auf das nicht. Nein, aber zum Beispiel, dass ich sage, ich nehme mir jetzt das Wetterprogramm und lege mir es raus. Was man über solche Sachen denke, ist, es bringt ja nicht recht viel, wenn man jetzt Kleinigkeiten sagt, wie tust du jetzt zum Beispiel eine Wetterseite einrichten oder sowas. Da gibt es 100.000 verschiedene Möglichkeiten, dass man so auf dem Desktop auch das ganze Wetter sieht und solche Sachen. Mir geht es ein bisschen mehr um das generelle Verständnis. Nein, das machen wir jetzt einfach mal. Genau. In 5 Jahren machen wir das Wetter. Ja, super. Weil das ist wahrscheinlich so wie heute. Ich möchte ganz kurz nochmal was für die Scherzebene noch ein bisschen einbringen. Mhm. Also da gibt es auch nochmal das, was vorher mit dem Restaurant war, gibt es das gleiche jetzt mit, was wäre, wenn Microsoft Autos bauen würde. Das finde ich auch noch recht witzig. Das spiegelt für mich auch so die Welt der Computer wieder. Und das ist für mich deswegen wichtig, weil ja, also das ist zumindest meine Meinung oder meine Wahrnehmung, dass ja viele Leute das dann eben nicht verstehen, warum manche Sachen nicht funktionieren. Oder warum das so komisch ist beim Computer. Und da eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, das hängt sehr viel eben mit den politischen Situationen zusammen, dass eben Microsoft seine eigene Sache macht, Apple seine eigene Sache macht und dann andere Hersteller auch wieder ihre eigene Sache machen. Und das ist für mich als EDV-Techniker auch das, was ich recht schade finde, weil dadurch im Endeffekt eigentlich die Möglichkeiten, die man eigentlich hätte, dem Computer eigentlich sehr viel unnötig verkompliziert werden. Und das spielt sich ein bisschen so in diesem Verhalten von Microsoft ein bisschen wieder. Und da ist zum Beispiel so, was wäre, wenn Microsoft Autos bauen würde? Ein spezielles Modelljahr wäre erst nach Ablauf des Jahres verfügbar und nicht am Anfang. Genau.
Wir dürfen alle nur noch Microsoft-Benzin tanken. Die Regierung würde Subventionen vom Autohersteller bekommen, anstatt zu zahlen. Der Airbag würde bei einem Unfall, sind Sie sicher, fragen, na, bevor er aufginge. Super. Das Lenkrad würde durch eine Maus oder einen Trackball ersetzt werden. Du müsstest dir die Tastenkombination für Bremsen merken. Aus irgendeinem Grund würde es 5 Minuten dauern, bis der Motor anspringt. Alle 500 Kilometer bräuchtest du eine vollständige Kontrollwartung. Ja. Der Tacho würde 70 anzeigen, auch wenn du nur 40 km/h fährst. Jedes Mal, wenn die Straßenmeisterei die Begrenzungslinie auf der Straße nachmalt, müssten sie ein neues Auto kaufen. Das ist also vorher auf die Anspielung, warum muss man sich jedes zweite Jahr einen Computer neu aufsetzen? Genau. Oder jedes vierte Jahr einen Computer neu kaufen? Und mein Ziel ist ja auch eben, dass man die Geräte, die man hat, möglichst lang verwendet. Es ist ja für einen Benutzer immer sehr anstrengend, wenn sich das Ganze ändert und er muss sich wieder neu einarbeiten. Das ist ja auch kontraproduktiv. Von Zeit zu Zeit würde der Motor einfach ausgehen und du müsstest ihn neu starten. Merkwürdigerweise würdest du diesen Umstand einfach akzeptieren und nicht einfach eine Werkstatt aufrufen. Also das mit dem Ein- und Ausschalten ist so ein typischer erster Trick oder erste Herangehensweise, wann was nicht funktioniert. Ein- und Ausschalten ist immer eine gute Idee. Das habe ich probiert letztes Mal, wie die Tastatur nicht funktioniert hat. Dann war doch das abgestürzt irgendwie. Komisch. Gelegentlich würde ein bestimmtes Wendemanöver dazu führen, dass der Motor ausginge und sich nicht wieder starten ließe, bevor du nicht den Motor aus- und wieder eingebaut hättest. Du könntest nicht mehrere Personen gleichzeitig mit dem Auto befördern. Es sei denn, du würdest Auto 95 oder Auto NT kaufen. Aber dann müsstest du mehrere Sitze gegen Aufpreis erwerben. Mhm. Das ist ja auch was für mich ein Grund ist, warum ich mich sehr viel mit Anonymous oder mit diesen Hackerbewegungen auch beschäftigt habe. Weil es für mich ein Grundsatzprinzip des Internets ist, dass die Daten oder dass ich Daten ungehindert vervielfältigen kann. Das ist ja die Uraufgabe des Computers, dass er ein Word-Dokument erstellt und dass er das dann 20 andere Leute gratis geben kann. Mhm. Und diese ganzen Digital Rights Management, Kopierschutz und diese ganzen Lizenzsachen sind aus meinen Augen im Endeffekt eigentlich ein Widerspruch gegen die ursprüngliche Intention von Computern. Also Microsoft, Apple und diese ganzen Heinis machen es rein aus Profitgier, machen es für die Benutzer komplizierter, als was es sein muss. Das stimmt. Mhm. Genau. Die Warnlampe für Öldruck, Lichtmaschine, Benzin und andere werden durch eine einzige Warnlampe mit der Aufschrift allgemeiner Autofehler ersetzt. Die Leute würden sich über die neuen Leistungsmerkmale in neuen Microsoft-Automodellen freuen, wobei sie allerdings vergessen würden, dass eben diese Merkmale in anderen Autos seit vielen Jahren verfügbar sind. Das ist für mich auch so ein kurzer Punkt, wo ich nur einhaken möchte. Es gibt mittlerweile sehr gute Alternativen zu Windows. Du hast das bei dir daheim schon, du hast schon Linux auf deinem Computer oben. Mhm. Also Linux ist für normale Anwender viel, viel einfacher zum Arbeiten und viel, viel angenehmer zum Arbeiten. Weil eben bei Linux diese ganzen Viren und Trojaner, die was bei Microsoft so verbreitet sind, also bei Windows, gibt es in diesem Ausmaß nicht.
Viren und Trojaner sind ein Problem von Microsoft. Okay. Und ich werde euch im Laufe des Kurses werde ich eben auch beibringen, was sind die Unterschiede zwischen Microsoft und Linux mit welchen Überlegungen kann ich persönlich entscheiden, ob Linux für mich einen Sinn hat, dass ich das verwende oder nicht. Oder sollte ich lieber bei Microsoft bleiben? Wenn ich bei Microsoft bleibe, sollte ich mich davor schützen, dass ich Viren und Trojaner kriege, dass der Computer langsam wird und dass ich ihn unnötig auch jedes zweite Jahr aufsetzen muss. Da gibt es auch gewisse Tricks, die man einfach berücksichtigen muss. Das Traurige für mich dabei ist, dass man eben einen Microsoft-Computer kauft, neu, in einem Geschäft, und der ist schon so langsam und so zugemüllt, wenn man schon kauft, dass man nach dem Kaufen schon wieder Arbeit investieren muss, dass er überhaupt gescheit funktioniert. Das ist ein typischer Microsoft-Fehler. Und auch wenn man einen Computer neu irgendwo kauft, sind normalerweise die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die einen davor schützen, dass man viel Viren und viel Sachen kriegt, sind normalerweise nicht gemacht. Das muss man normalerweise entweder selber machen oder durch einen EDV-Techniker machen lassen. Und wenn man das nicht machen lässt, ist man quasi offen wie ein Scheunentor. Das ist ja auch das, was viele Leute nicht verstehen, dass dein privater Computer ist für einen Hacker genauso interessant wie jeder andere Computer auch. Das ist ja so eine Annahme oder eine Aussage, die ist ja oft von Leuten her. Mein Computer ist ja eh nicht interessant. Ja, und warum sollte man einen Virenschutz kaufen? Warum sollte er ein schwieriges Passwort verwenden? Warum sollte mein Computer gegen diese Sachen absichern? Die Grundfehlannahme, die was dessen zugrunde liegt, ist eben das, dass die Leute glauben, dass der einzelne Computer von dir nicht interessant ist. Das stimmt aber für einen Hacker nicht. Ein Hacker macht das, dass er einfach wahllos ins Internet rausgeht und schaut, welcher von den ganzen Computern sind für leichte Angriffe oder sind schlecht abgesichert. Und das Einzige, was ihr als Benutzer von dem Ganzen mitkriegt, ist... Was hat der davon? Erkläre ich nachher. Ja. Das Einzige, was ihr als Benutzer davon mitkriegt, ist, dass er langsam wird, dass Viren drauf sind, dass ich mehr Spam kriege, dass er sich komisch verhält, dass er nicht mehr gescheit startet, dass er anstürzt und solche Sachen. Das sind im Endeffekt die einzigen Sachen, die was ihr mitkriegt, wenn euer Computer mit Viren infiziert ist. Was ich zum Beispiel auch gerne mal machen kann, das können wir zum Beispiel beim nächsten... Vermute. Das können wir zum Beispiel beim nächsten Mal machen. Keine Böses. Wenn du nichts dagegen hast oder wenn du dich bereit erklärst, können wir zum Beispiel bis zum nächsten Mal, kann ich mir deinen Computer mal ein bisschen anschauen und mal schauen, ob ich da drauf ein paar Viren finde. Ja, sicher. Genau. Das kann ich jetzt schon sagen. Und da gibt es aber ganz einfache Methoden, wie man sich davor schützen kann. Das können wir zum Beispiel auch beim nächsten Mal gerne machen. Nehmen wir einen Beispielcomputer, dein oder irgendwann von einem anderen, und dann zeige ich euch einfach so die Standardsachen, die was ich immer mache. Damit auch ein Windows. Mit dem aktivieren, was ich alle paar Tage mache. Das ist bei einem Linux wieder ganz anders. Das ist für die schon wieder fast nicht interessant, weil du diese ganzen Probleme mit dem Linux nicht mehr hast. Das Einzige, was du bei einem Linux machen musst, ist eben regelmäßig aktualisieren. Ja. Also diese Updates einspielen. Ja. Das möchte ich auch noch ganz kurz ein bisschen ausschweifen. Das wissen wir noch über die Bestandteile nicht. Bitte? Ja, ja. Bestandteile kommen schon noch dazu. Ein Virus, oder warum macht ein Hacker das? Ein Hacker versucht zum Beispiel jetzt 5000 Computer zu infizieren. Also wenn er 5000... Warum? Was sagt der davon? Gibt es einen ganz einfachen Grund. Wenn jetzt zum Beispiel die Weltmeisterschaft ist und www.bettowin.com ist ja eine große Wettfirma
Und da ist jetzt die Weltmeisterschaft und die erwarten, dass zu der Weltmeisterschaft irrsinnig viel Leute auf einer Plattform Wetten für die eine Gruppe oder für die andere Gruppe abschließen. Das heißt, die machen recht viel Geld, wenn die Weltmeisterschaft ist. Ja, und ein Hacker macht es jetzt so, er infiziert 5.000, 10.000, 20.000, 15.000 Computer und dann hat er die unter seiner Kontrolle. Und wenn 15.000 Leute gleichzeitig auf eine einzige Webseite zugreifen, dann ist die überfordert. Das ist so quasi wie wenn du gratis Bier austeilst, dann werden auch ein Haufen Leute herkommen. Und dann kriegen einige von den Leuten kriegen dann einfach kein Bier mehr, weil so viele Leute beim Bierstandl herbeistehen, dass die Leute, die so auch gratis Bier wollen, gar nicht mehr dazukommen. Okay. Und diese Methode nutzen Hacker aus, um dann zum Beispiel Bet and Win zu sagen, jetzt kommt die Weltmeisterschaft, wenn du nicht brav bist und mir auf mein Konto 20.000 Euro überweist, okay, dann werde ich meine 15.000 infizierten Computer sagen, dass genau zur Weltmeisterschaft alle gleichzeitig auf diese eine Webseite losgängen, dann ist Bet and Win offline, also die sind einfach tot, die sind einfach überfordert und somit verlieren die einen Haufen Geld. Okay. Das sind so typische Hacker-Methoden, warum das für einen Hacker ist, dass er interessant ist, dass er sich möglichst viel Computer infiziert. Eine andere Frage, eine andere Geschichte ist natürlich wieder das, wenn du deine IBAN-Daten mit deinen BUK, mit deinen PIN-Daten gemeinsam beides online, digital auf dem Computer abspeicherst, dann hast du ein Risiko. Okay. Wenn du auf deinem Linux-Computer in dein Netbanking reingehst und deine BIC-Codes nur auf dem Zettel hast, hat der Hacker so gut wie keine einzige Chance, dass er da wirklich eine Transaktion macht. Da müsst ihr aber zu dir heimgehen, die BIC-Codes fotografieren und dann hat er eine Chance. Okay. Aber zu der Angst, dass der wer dein Konto flattert, das ist nur dann berechtigt, wenn du so blöd bist, dass du auf deinem Handy eine Smart Banking App installierst. Das ist ja das, die Banken machen in der letzten Zeit recht viel Werbung für dieses Home Banking oder Smart Banking. Da sieht man sehr viel Werbung. Smart Banking am Handy. Mhm. Das ist totale Katastrophe. Das ist totales Sicherheitsrisiko. Absolut hirnrissig. Mhm. Und das machen aber die Banken bewusst und schieben das Konto, schieben die Verantwortung auf die Leute an und sagen, wenn dann nachher der Hacker dein Konto anrennt, sagen sie, das ist nicht unsere Zuständigkeit, du musst für deinen Computer verantwortlich sein. Wenn du ein Virus drauf hast, geht uns das nichts an. Mhm. Aber sie machen den Fehler, dass eben dieses sicherheitsrelevante Risiko, dass die Zugangsdaten und die Überweisungsdaten auf einmal beide auf einem elektronischen Gerät sind und das ist das Risiko. Das ist gleich ein gutes Beispiel, wenn ich bei einem Computer meine Passwörter oder meine ganzen Zugangsdaten oder meine wichtigen Daten ein bisschen absichere oder ein bisschen woanders speichert oder verschlüsselt, dass dann jeder darauf zugreifen kann, dann habe ich auch ein sehr, sehr geringes Risiko, dass man wer meine Identität flattert. Und das ist auch der Grund, warum es zum Empfehlen ist, dass man ein schwieriges Passwort verwendet. Also ein nicht schwieriges Passwort ist zum Beispiel Gabi231 oder Klausi345. Das sind keine schwierigen Passwörter. Und weil die Computer immer schneller werden, ist es eben für einen externen Computer, also für einen Hacker, der greift auf deinen Computer zu und sagt, er probiert jetzt 5.000 Passwörter aus. Das geht innerhalb von kürzester Zeit. Und wenn dein Passwort eben sehr, sehr leicht ist oder nicht kompliziert, also Kleinschreibung, Großschreibung, Zahlen und Sonderzeichen, wenn ein Passwort mindestens 6 Zeichen lang ist und Groß-, Kleinschreibung, Zahlen und Ziffern, also Rufzeichen, Sonderzeichen und sowas hat, dann ist es schon viel, viel schwieriger für einen Hacker, Kontrolle über deinen Computer zu bekommen. Und die Motivation, warum Hacker das eben machen, ist einfach Datendiebstahl. Du kannst dann eben, wenn du genügend private Informationen hast, kannst du ja auf deinen Namen zum Beispiel bei Amazon ein Auto kaufen oder was auch immer.
das ist der Grund, warum man da ein bisschen aufpassen sollte. Und solche typischen Beispiele, wie ich es da mit den Autos oder mit der Suppen vorher gemacht habe, das ist eben für mich also die Anregung, nicht ärgern, nur wundern, das ist halt einfach in der Computerbranche so. Da gibt es aber einen recht guten Spruch, der heißt, es gibt drei Sachen in der EDV, das ist Hardware, also Hardware ist das Gerät, Software ist das, was man am Bildschirm sieht, und die dritte Komponente ist Dreckware, also ein Klumpert auf gut Deutsch. Ja, jetzt darf ich sagen, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich hätte euch jetzt einmal ein paar Tricks gezeigt, wie ich mit der Tastatur umgehe und mit der Maus. Ja. Da gibt es ein paar kleine Tricks und solche Geschichten. Das ist ein Part. Und der zweite Part ist, dass ich einmal das Innenleben von den Computern zeige. Okay, was wollt ihr als erstes machen? Was du willst. Maus. Was? Maus. Was? Okay. Dann stelle die Kamera hinter uns, damit ich es ein bisschen aufnehme, was wir am Bildschirm machen. Ich setze mich kurz aus. So, welchen Computer nehmen wir, den mittleren als erstes? Den von dir? Passt. Muss ich nicht weggucken. Nein, das geht schon. Passt. So, die Luft kommt jetzt wieder hin. Das 10-Finger-System ist eigentlich ein Begriff, oder wisst ihr, wie das funktioniert? Ja, an und für sich. Genau. Also das Wichtigste beim 10-Finger-System. Maus? Ja. Das Wichtigste beim 10-Finger-System ist die Taste F und die Taste J. Ja. Genau. Du, wenn du willst, kannst du dabei einfach nur zum Üben oder nur zum Mitschauen. Richtig. Funktioniert es dabei noch? Willst du dann herstellen oder ändern? Nein. Okay. Geht schon. Und von dieser Grundstellung ausgehend lassen Sie im Endeffekt die wichtigsten Sachen machen. Also das ist F und J. Ja, der ist wirklich langsam. Das ist ein gutes Beispiel, der Computer. Also, wenn ihr die Tasten, wenn ihr die Zeigefinger auf F und auf J habt, dann ist eben dazwischen ist das G und das H. Mhm. Und das heißt, wenn ihr die Finger so da lasst, erreicht ihr normalerweise alle wichtigen Sachen, ohne dass ihr mit der Hand weggehen müsst. Mhm. Und ich bin ein Rechtshänder. Ich lasse immer die linke Hand lasse ich immer am F. Und mit der rechten tue ich dann der Maus. Also das ist für mich die Grundstellung, wie ich mit dem Computer arbeite. Was recht wichtig ist, sind einfach ein paar Tastenkombinationen. Das ist Alt-Tabulator. Ist für mich eine von den grundsätzlichsten Kombinationen. Mhm. Alt und Tabulator. Das ist das da. Genau. Tabulator ist der da. Ja. Da tue ich eben. Achso, ist das. Genau, das ist das. Genau. Ja, ja. Genau, das ist die Tastatur-Layout, das ist ja im Prinzip gleich. Das Tabulator ist im Word, da kann ich so Zeilen 4 springen. Das macht der Tabulator. Was macht er? Siehst du das? Er springt 4. Ich bin da, dann drücke ich einmal, dann ist er da.
zack, zack, zack. Das ist der Tabulator. Und wenn ich einen alten Tabulator habe, kann ich zwischen die Fenster hin und her wechseln. Also für ein produktives Arbeiten ist für mich immer die Grundvoraussetzung, dass ich einfach die linke Hand bleibt bei mir immer am Keyboard. Und wenn ich was schreiben will, dann wechsle ich mit der zweiten Hand her. Dass du da telefonierst dazwischen. Genau. Aber da hast du Kopfhörer auf. Genau. Weil das muss ja heutzutage alles zusammenpassen. Ich finde, eine von den wichtigsten Sachen beim Computer ist, dass ich mir mit der Maus, dass ich mir an die Maus quäle und dass ich den Umgang damit ein bisschen lerne. Also es gibt ein paar ganz einfache Sachen, die immer gleich bleiben. Das ist zum Beispiel, wenn ich das Fenster zumachen will. Beim Windows ist das immer so, ist das immer rechts oben. Und wenn ich jetzt das Fenster zumachen will, brauche ich nicht genau zügeln, ja, sondern ich fahre einfach auf und mache Klick. Was? Ich fahre mit der Maus, ja, einfach ganz schnell ins rechte Eck oben auf, mache einmal das groß. Genau. Also wenn du ein Fenster groß machst, groß machen ist da hier oben, das mittlere, ja genau. Genau, das ist auch gleich, schau nochmal her. Das Fenster groß machen kann ich entweder, indem ich da hier oben doppelt reinklicke, auf das Blaue einfach. Ja. Okay. Oder da, auf dem da hier oben. Achso, nein, da nicht. Nein, weiter oben. Du musst beachten, dass das da hier oben und das da hier unten schon wieder zwei verschiedene Sachen, ja, sind. Ja, genau. Nochmal? Ja, genau. Ja. Okay. Genau. Und wenn ich jetzt so ein Fenster zum Beispiel schnell zumachen will, dann brauche ich nicht lang zügeln und langsam auffahren, ja, sondern ich fahre einfach ins Eck, okay, und kann sofort das drucken. Was im Endeffekt mich als EDV-Techniker zu den meisten Anwender unterscheidet, ist, dass ich einfach die Übung habe, dass ich das einfach alles irrsinnig schnell machen kann. Der Trick für mich ist das, dass ich mir im Kopf ein Bild mache, was ich gerade tue. Also wenn ich jetzt zum Beispiel drei Fenster offen habe, und dann mache ich ein viertes auf, weil es witzig ist, dann kann ich mit Tabulator relativ schnell herumschalten. Ich kann so schnell herumdrehen, dass es dann schon wieder fast zu viel wird. Siehst du, irgendwas ist auf. Was man beim Computer auch nicht scheinen darf, ihr könnt es einem richtig Gas geben. Ihr könnt es dann richtig ausnutzen. Also wenn es einem da einfach Stoff gibt. Das ist für mich mal die eins von den, wo ich mir so denke, probiert es einfach aus. Mhm. Wenn es noch an die Grenzen bringt, dann lernt es noch ein bisschen besser kennen. Also fürchtet sich nicht davor, dass da mal ein bisschen, dass er da irgendwie mal ein bisschen langsam wird oder sowas. Das dann. Mhm. Ja. Das kommt ununterbrochen. Finde deine Schulfreunde. Ja. Da geht mir schon so am Geist. Zeig dir gleich was. Du hast den Firefox. Du kannst dann da hier oben auf Add-ons gehen. Mhm. Und dann gibt es diesen Adblock Edge. Den hat der auch da. Der Jimmy, der Chitata. Mhm. Der hat ihn auch und trotzdem kommt es nach einer Zeit wieder.
du hast das als Startzeiten eingerichtet. Das kann man auch noch ändern. Genau, ich werfe dich dann auch da ein bisschen was ändern. Ich werfe dich dann auch mal. Er lernt, dass du das selber machen kannst. Ja, ja, aber jetzt werden wir nichts lernen. Ich bin so viel am Lernen, dass ich ganz so gelernt bin. Eine wichtige Tastenkombination im Windows ist auch noch das Windows E. Also das verwende ich auch nicht. Windows E, was passiert genau. Da? Wie heißt es noch? Also wenn ich so da hänge. Schau, der was ja. Du bist jetzt, du bist mit dem Zeigefinger ja. Auf F. Ja. Und dann tust du nichts anderes, dass du einfach weggehst mit dem Daumen ja. Und beim Zeigefinger das gleichzeitig drücken. F. Ah, E, Entschuldigung. Und was bewirkt das dann? Das macht das Fenster auf. Mhm. Dieses Fenster. Die ersten Schritte, das da. Das heißt Windows eröffnen, wenn ich das E. Wenn du nur Windows druckst, ja. kommt das da herunter. Ja. Genau. Ja. Wenn du Windows E gleichzeitig druckst, kommt der Computer, also der Explorer nennt man das. Mhm. Es gibt generell am Computer gibt es zwei Arten von Explorer oder von Browser. Yeah. Das ist der Dateibrowser. Mhm. Das sind die Dateien, die was du auf deinem eigenen Computer oben hast. Mhm. Und es gibt den Internet Explorer. Oder halt eben in anderer Formulierung den Firefox, den Google Chrome. Mhm. Das sind alles Internetbrowser. Mhm. Browsen heißt nichts anderes als wie suchen. Das heißt, dieses Fenster da, oder wenn man da auf Computer druckt, oder auf User, also auf die eigenen Dateien, dann kommt immer wieder das gleiche Fenster. Das, ja. ist der Datei-Explorer. Browser heißt nichts anderes wie... Suchen, Surfen, Browser. Ja, passt schon. Genau. Suchen. Entdecken. Und das gibt es am Linux auch, das nennen sie am Linux auch Datei-Explorer oder, ja. Oder Datei-Manager. Das ist nichts anderes als wie die Ansicht deiner Dateien am Computer. Okay. Also wenn einer sagt, mach einen Datei-Explorer auf oder geh in deine eigenen Dateien, dann ist das immer dieser Explorer. Ich habe jetzt das Linux, nicht? Du hast das da Linux oben, oder? Ja. Genau. Was auch eine recht wichtige Kombination ist, ist Alt-F4. Mhm. Alt-F4. Geht's ja? Wenn ich Alt-F4-Druck mache, also ich kann jetzt zum Beispiel 3, 4, 5, 6 solche Fenster aufmachen. Na? Ich komme irgendwie woanders hin. Dann machst du es falsch. Siehst du das? So was wo ist die? Steht da wo Alt? Nein, du hast gesagt Alt-F4. Ja, genau. Ja? Mhm. Na, warte, da nochmal. Ja, okay. Jetzt hast du es. Ja, jetzt hast du es. Was ist jetzt anders? Hast du es gesehen oder hast du es zugemacht? Ja, du druckst nicht gleichzeitig. Das sind so Sachen, bei den Computern kommt es wirklich auf die Kleinigkeiten an. Oh, oh. Wenn du das nicht gleichzeitig druckst, dann macht er was anderes. Ah! Na? Der wird einen kleinen Trick zeigen. Der wird von nicht hintereinander drucken. Ich wollte gerade sagen, es geht auch hintereinander. Du kannst das jetzt einfach auch so machen. Ja, dann du kannst Alt lassen, bleib auf Alt drauf ja, und dann nur F4. Ich tue mir leichter als wir gleichzeitig. Genau, das ist im Endeffekt wurscht. Ja, und was kommt dann bei Alt und F4? Mit Alt F4 machst du Sachen zu. Ah. Das ist Schließen. Also herunterfallen. Mehrere, das genau. Wenn du alle Fenster zugemacht hast und du tust Alt F4, dann schaltest du noch aus. Achso, ja, genau. Okay. Genau. Es reicht aber auch. Dann macht man abbrechen.
Es reicht aber auch zum Beispiel, wenn du neu starten willst, dann brauchst du ja gar nicht zum Beispiel da herunten runtergehen oder herunterfahren, drücken, sondern du kannst dann ganz brutal einfach einmal auf den Ausschalter drauf drücken. Echt? Ja. Überhaupt kein Problem. Dann schaltet er sich, also wenn du dann nur irgendwelche Sachen offen hast, dann wirkt er da das einfach an und macht das einfach alles zu. Aber das ist die schnelle Methode, wie man ausschalten kann. Und was ich euch einfach ein bisschen so als Zuhauseübung mitgeben will, klingt jetzt zwar ein bisschen komisch, aber darf es einfach ein bisschen Computer spielen. Das ist wie Computer spielen, wann was? Also das wie ich mir das angeeignet habe, dass ich so schnell im Computer bin, ist unter anderem natürlich ein Grund, weil ich eben mich extrem viel damit beschäftigt, aber auch mit Spiele. Genau. Spiele sind die einfachste Methode, wie ich die Zielgenauigkeit mit der Maus erhöhe. Also wie den Umgang mit der Maus, wie ich schneller jetzt zum Beispiel die X-Tasten triff oder wie ich da schneller da... Ja, aber da muss man auch wissen, welche Spiele. Nein. Ich habe noch nie ein Spiel gespielt. Was? Dann machen wir das gleich mal, hätte ich gesagt. Ich hab's auch nicht gespielt. Was kann man da Fuchs und Hein spielen? Oder? Also ich find sehr gut die Moorhuhnjagd. Ah ja, die Moorhuhnjagd. Ja, das ist so voll das Weh. Und dann kann man es ausschießen. Ja, genau. So wie mit jetzt, genau. Jetzt, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade den Stick eine da. Ja. Jetzt kannst du mit Windows E den Explorer aufmachen. Ja, das wäre eine kürzer. Ach so. Jetzt muss ich jetzt im Computer spielen. Ich rufe dich dann an, zwei in der Früh, Frau, wie weißt du, deine Hühner? Welche Hühner da sind? Bist du mit den Hühnern? Ich habe früher gehabt, das gibt mir eh an. Ja, das kannst du eigentlich zumachen, das ist scheißegal, da kannst du zum Beispiel klären, oder? Einfach auf E. So. Oder wenn sowas kommt, kannst du einfach Escape drücken, das geht auch. Okay. Und dann da reingehen. Hast du das mal und jetzt aufgeklappt? Wieder aufgeklappt, ja. Warum wird das jetzt nicht? Zweimal. Genau. Dann kommt da rein. Ich glaube, ich will es gerne dazu. Hey, ja. Na du, sagst mir so. Das weiß ich daheim nicht mehr. Und was muss ich reingehen? Bitte? Was muss ich da reingehen, wenn er fertig ist? Was meinst du? Ein Namen? Ah, ja, was du willst, das darfst du entscheiden. Ja, aber ich sage jetzt nur, weil wenn ich das jetzt aufmache, dann kann ich auch das eingeben. Ja, sicher. Ja, das muss ich nicht meinen eigenen Namen geben. Nein. Weiter, ja, genau. Weiter, ja, weiter. Weiter. So was braucht er denn? Na, Geld verdienen. Ja, fertig. Passt. Das wird schon. Schön, kommen Sie. Genau. Ah, das ist daheim auch so, dass ich mir das so aussage. Und warum tut sich da nichts? Ah, da ist es. Na, jetzt hast du es installiert. Mit was schießt das jetzt so? Mit der Maus? Ich habe da unten meine Munition. Ja. Und wenn ich die linke drücke, dann schieße ich. Ja. Wenn es leer ist, dann muss ich nachladen. Ach so. Und so kann man das sehr schön machen. Mit der linken tust du das Ding und mit der rechten funktioniert das nicht mehr. Da haben wir schon ein Problem. Und da hast du aber nicht nirgends gedruckt. Das ist die zweite. Das ist die da zweite Übung. Hast du gesehen, dass du gedruckt hast. Ich konnte jetzt im Spiel mit der Maus herumfahren. Ja? Damit ich die ganzen Ecken bewege. Ach so. Genau. Ja. Wenn ich aber jetzt schneller sein will, was? Dann mache ich das mit der Tastatur gemeinsam. Mit welcher? Links. Ja. Mit den Pfeilen tust du links, rechts und da schießt. Ach so. Genau. Ein bisschen kenne ich mich alle aus. Ja, genau. Du bist ganz gut. Ich habe sie ja mal gehabt, aber jetzt habe ich es nicht mehr und da geht es schon wieder nicht mehr. Schon. So, rechts. Na, da werden wir eben Maus. Links. Schuss. Rechts.
das wird jetzt, wie nennt man das fürs Alter? Gedächtnis drin. Oder nein, irgendwo schon, ja. Schnelligkeitsdrin. Geschwindigkeit erhöhen. Reaktionszeit. Ja, genau, so irgendwie. Genau. Oder Reaktionszeit. Unsere Reaktion wird getestet, wir wollen. Mein Hund wartet schon wieder. Von Schuss. Von Schuss, genau. Und den. Da wird man schneller sein. Sei das dann vielleicht mal so. Ich sitze ja wieder auf den Schiff, aber ich sitze mir nicht so lange. Ich schaue das jetzt, da wie übernachten. Ja, ja, Danke. Okay. Und jetzt habe ich alle E-Mails gelöscht, die man von den Firmen nehmen kann und Sporteibel. Ja, man, das nervt mich auch. Man gibt natürlich, irgendwann gibt man das einmal an. Ja, jetzt habe ich halt die ganze bis auf 3, die man kommt. Weil ich vielleicht einmal die Adresse wieder brauche. Du auch bei mir gemeint haben? Bitte? Das hat mit dem nichts zu tun. Wo? Wir gemeinsam? Ja, wir sind dabei bei dem Verein. Zeittauschbörse. Ach so? Ja. Nein, da bin ich. Ich bin nirgends. Ist auch mit der Frankstraße. Wir tauschen Zeit. Gegen. In der Frankstraße. Ja, einmal im Monat, oder? Ja. Und im Altersheim, da haben wir uns kennengelernt. Ja. Was? Im Altersheim haben wir uns kennengelernt. Wir zwei. Ah, wir zwei? Ja. Im Langsdorfer Platz. Ja. Ist da auch nicht mehr lang. Wenn ich das war und ohne hinter mir haben, kannst du mein Klavier besuchen. Im Langsdorfer Platz oder am Langsdorfer Platz. Oder dann heim. Ja, direkt im Heim. Im Heim. Ja. Haben wir unsere Treffen. Ja. Wir gemeinsam. Schau mal, ich muss da mal im Internet nachschauen. Und das ist sehr nett, da tun wir die Stunden austauschen. Das heißt, wir lernen dir das Moorhund spielen und du lernst uns am Computer. Praktisch. Ja, und du lernst uns irgendwas anderes. Ich habe auch zum Beispiel überhaupt nichts dagegen, wenn es mir die Stunden mit Talente oder sowas gibt. Nein, das macht jetzt das. Okay, bei dem funktioniert es nicht. Und da kann man und da kann man so der Computer. Das ist eine Mitgliedschaft einmal im Jahr, glaube ich, so gut. Und typisch. Ich tue zum Beispiel bei Fenster putzen. Halt jetzt nicht auf, ich weiß eh, ich kenne auch die Stücke. Aber es war jetzt interessant, wie komme ich da wirklich rein? Ich habe das. Zu dir haben Computer. Und das kann man sich anschauen, das ist auch recht interessant in den Zeiten. Na gut, okay. Also. Das heißt, ich habe auch das mit den Mandeln, was sie da auffressen, die Punkte fressen und so, das habe ich auch. Also mit Spiel erhöht man mehr oder weniger die Technik vom Ding. Da sind wir stehen geblieben. Ja. Fingerfertigkeit. Genau. Ja, beim Klavierspielen, okay. Ja. Also ich wollte eh gerade sagen, es gibt ja, also wenn man da dir kann es gerne auch nochmal installieren mit diesem Morgen, das kann ich auch machen. Mhm. Weil wir können ja zum Beispiel, was ich witzig fand, ist, wenn es euch gefreut, dass man bis zum nächsten Mal kann jeder ein bisschen üben daheim und dann sagt jeder so, was für ein Highscore, dass er zusammengekriegt hat. Okay. Und es gibt ja auch zum Beispiel recht witzige Tricks, also das ist... Ja, wo steht dann der Highscore? Naja, der wird angezeigt, die Punkte, das erreicht hast. Ja. Genau. Ja, also schon, das eigene Ergebnis aufschreiben und
bisschen was dazu schummeln. Ja, da haben wir es. Das sind die Schummler, die also, immer schon geschummelt haben. Wenn du das installiert hast, ist da unter Moorhuhnjagd, ist die Moorhuhnjagdhilfe drinnen. Und da ist auch nur eine kleine Anleitung. Ich schieße einfach da drauf und das. Also da kann ich die Moorhühner geben unterschiedlich viele Punkte. Ja, im Vordergrund 5 Punkte, hinten 25. Das habe ich auch gar nicht gewusst. Ja. Ich habe einfach wütend, einfach geschossen. Ja, jetzt habe ich schon was erwischt. Ja, genau. Ich will nicht das Innenleben von der Maus. Oder was wollte man vom Computer zum Abkommen? Ich muss was lernen, nein. Bestandteile. Das ist sehr viel Munition. Genau, ja. Wenn unsere Zeit davon läuft. Ja. Und das geht's. Na gut. Genau, und dann die Leerlasten drucken. Und dann sagt er es zu langsam, ne? Ich sag, wir werfen wieder was drauf. Und da gibt es ja dann gerade einen Flieger, der darf man nicht ausschießen. Ja, der ist ja vielleicht nicht. Den darf man nicht ausschießen, die Ballone auch nicht. Nein, die Ballone auch nicht. Nein, sehe ich ja. Den auch nicht, den kriegst du gar nicht. Hast du versucht? Nein, der hat ja zu. Wenn man den Ballon ausschießt. Kriegst du Minuspunkte. Achso. Da hat er wieder da. Auf die blauen kann man wieder ausschießen. Das sind Federn. Oder blau? Nein, das kann die blauen, weil wenn er einen Ball aufschießt. Vor allem die blauen aber. Ah, die Platten. Mhm. Okay. Aber dem hast du den Hut geschossen. Ja. Den haben wir Hut gehabt. Und was man beim Spülen sehr gut merkt, ja, das ist. Die schauen jetzt dann, wie viele Punkte zusammenkriegst. Ja. Und dann schau ich, bitte, ich dann mal zusammen.